Hallo und herzlich willkommen. Jo, wir sind hier im Forst und auf der Alpental Extremforst. Und wir schauen jetzt erstmal, wir wollen ein paar Bäume wegbekommen. Wir brauchen Holz, wir brauchen Geld, wir brauchen alles Mögliche. Also erstmal raus mit dem Holz hier. Muss auch sagen, ich habe es ein bisschen vermisst, weil dieser Forst, gerade im LS13 ist mir das immer extrem aufgefallen. Das ist einfach so eine ganz eigene Welt innerhalb des LS, die man damit irgendwie so hat. Es fühlt sich gar nicht manchmal so beim Spielen an. Damals beim Forstmod war es ganz besonders irgendwie. Man hat sich nicht so gefühlt, als würde man jetzt gerade Forst spielen, als würde man gerade LS spielen, sondern man hat halt Forst gespielt und nicht so. Das ist fast wie ein Spiel im Spiel. Halt so. Wie heißt das nochmal, das Wort dafür? So Minigame. Naja, obwohl so mini ist es eigentlich gar nicht, weil so ist ja doch schon ein bisschen Umfang, den man hier hat. Wobei ich immer noch so gefühlsmäßig sagen muss, also der Forstmod, gerade mit dem manuellen Attacher und so, ist die Geschichte, die mir deutlich, deutlich besser gefällt. Im Vergleich zu dem hier, also zu dem Forst im LS15. Man muss natürlich auch sagen, keine Ahnung, wie lange Giants jetzt an dieser Forstgeschichte gearbeitet hat. Ich weiß es auch gerade nicht von BM-Modding auswendig, aber 3 Jahre, 2, 3 Jahre. Und die Zeit, die muss man halt auch erstmal in so ein Projekt stecken, ne? Man sieht es ganz schön bei den Ballen. Im Endeffekt wurden die Ballen beim LS9 eingeführt. Im LS11 wurden sie erstmal schlechter als im LS9. Im LS13 waren sie dann, ja, sagen wir mal, tolerabel. Und auf einmal ging es dann los im LS15, dass man wirklich gesagt hat, boah, Ballenphysik, so wie sie jetzt ist, so kann sie für immer bleiben. Und da bin ich auch, ich wüsste ja selber, auf Gamsting und so weiter habe ich das ja immer gerne gemacht, Ballen. Also das ist doch schon eine schöne Sache. Oh, für das andere, ruhigere Projekt habe ich auch was ganz Besonderes mit Ballen vor, übrigens, wenn wir dann dazu kommen und da auch Ballen machen. Auf jeden Fall hätte ich da was vorbereitet. Hätte ich mir da mal Gedanken gemacht, wie man denn mal ein bisschen alternativ Forst machen kann. Forst. Wie man denn alternativ ein bisschen mal Dinge tun kann, die man nicht so oft tut, weil diese Gelegenheit möchte ich jetzt einfach mal nutzen. Wenn wir schon. Naja, Neuland ist es ja nicht, aber es ist irgendwie doch wieder Neuland, wenn man bedenkt, dass ich es einfach schon so ewig nicht mehr getan habe, ne? Also hier so alleine im Singleplayer und Forst sowieso. Im 15er bei mir immer zu kurz gekommen, aber irgendwie, jetzt ist, glaube ich, einfach mal der richtige Zeitpunkt. Ich finde es auch ehrlich gesagt, also modmäßig im 15er, klar, es kamen viele, viele geile Sachen und irgendwie, ich sag mal, die Spreizung ist größer. Das fällt mir als erstes so auf. Du hast nicht mehr diese Mischung aus Mods, die kein Mensch braucht. Und Mods, die halbwegs klar gehen, Mods, die eher gut sind und Mods, die einfach nur krass gut sind. Die Spreizung hast du irgendwie ein bisschen anders. Man hat sehr, sehr, sehr viele Sachen, die krass gut sind. Und es gibt jede Menge Trash, aber diese Dinger, die so mittelgut sind, so dass man sagen kann, okay, das ist nicht perfekt, da gibt es noch was zu verbessern. Aber an sich ist das schon so, dass. Jetzt hängt er hier irgendwo im Wald. Mal gespannt, was passiert, wenn ich jetzt anfangen zu schneiden, weil dann zieht er sich den ja eigentlich wieder ran. Na, dann fahre ich hier mal irgendwie. Alter. Ja, das funktioniert gerade gar nicht so schön. Das ist etwas ärgerlich. Ja, auf jeden Fall. Diese Mods, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht perfekt, das ist aber auch nicht schlecht, die kann ich spielen, das ist eine schöne Sache. Weil man manchmal sagen muss man einfach, bei manchen Sachen gibt es einfach so Dinge, so manche Fahrzeuge und so, da konzentriert sich irgendwie kein Modder drauf. Und selbst wenn der Mod nicht top ist, freut man sich dann trotzdem drauf. Aber sowas fehlt halt irgendwie im Moment. Also wenn die meisten Schlepper und sowas, die kommen, die sind meistens auch richtig geil. Das ist auch schön, aber irgendwie diese große Masse an Mods ist ein bisschen zurückgegangen gefühlt. Also ich habe nicht mehr so das Gefühl, gerade bei den Mod-Maps, da haben wir ja schon häufiger bei Gamsting drüber geredet, ist auch immer wieder ja ein Problem gefühlsmäßig so für mich. Ich finde einfach keine richtigen Mod-Maps mehr, die mir so Spaß machen im Moment. Mod-Maps war eigentlich lange Zeit und ist auch immer noch irgendwo so die liebste Sache, die ich am LS so habe, weil
so eine Modmap verändert einfach so gefühlt das komplette Spiel. Das ist einfach, das ist so wie der Forst quasi auch so die Sichtweise immer aufs Spiel ziemlich ändert, ist es auch so bei den Modmaps, dass man einfach ein anderes Gebiet hat, andere Texturen tragen dazu auch ungemein bei, dass man einfach zwischendurch mal ein bisschen aus dem normalen LS, sag ich mal, rauskommt. Und das ist für mich halt irgendwie immer wieder wichtig gewesen. Gerade, ich finde auch, gerade wenn man so wie ich so ein Spiel über, ja, wenn ich überlege, ich spiele jetzt seit 3,5 Jahren im Schnitt wahrscheinlich 2 Stunden die Woche oder noch mehr LS. Und das ist schon eine ganz, ganz, ganz mächtige Zeit. Also, wenn man überlegt, 50 Wochen, A2 Stunden, 100 Stunden, also, ja, allein die Stunden. Und dann kommt noch so viel oben drauf, was man da manchmal doch noch so zwischendurch. Also, da finde ich es gerade wichtig, da, wenn ich immer nur auf der, was weiß ich, im 13er immer nur auf der Hagenstedt gespielt hätte, dann hätte ich jetzt, glaube ich, wenn ich ehrlich bin, hätte ich, glaube ich, keinen Bock mehr auf LS. Weil dann ist man immer so in derselben Location, immer so dieselben Sachen. Das macht einfach nicht so Spaß, wie einfach immer mal was anderes erleben. Und das macht dieses Spiel für mich auch immer so interessant, dass man halt, ja, zum einen halt den Simulationsaspekt hat, von dem wahrscheinlich, ja, 99% der Leute wegen dem Simulationsaspekt dieses Spiel spielen. Aber irgendwo hast du natürlich auch einfach diesen Effekt, dass du Abwechslung ein bisschen brauchst, und die bietet der LS halt eigentlich hauptsächlich über die Mods. Klar, so eine Forstgeschichte hier im 15er, die hat auch jede Menge Abwechslung reingebracht, keine Frage, aber so richtig, so, dass wenn du, also wenn ich mal keine Lust habe auf LS, dann, und ich mir dann Modmaps anschaue, dann kommt die Lust wieder. Wenn ich dann auf alte Spielstände gehe, ist es mehr so ein bisschen Nostalgie. Da bin ich jetzt nicht so wirklich dann, dass ich sage, jetzt könnte ich eigentlich nochmal weiterspielen, sondern das habe ich eher, wenn ich mal wieder was Frisches sehe, so, wo man das Gefühl hat, boah, dann müsstest du eigentlich, das müsstest du mal ausprobieren, wie ist das denn? Und so ist es auch heute dann gekommen mit der ganzen Geschichte hier mit dem Forst. Bin mal gespannt, wie ich es jetzt auch mache. Das überlege ich mir spontan, je nachdem, ob ich Lust habe, nur Forst zu machen oder doch das andere. Also bis jetzt muss ich sagen, macht mir der Forst natürlich schon noch Spaß. Nach einer halben Stunde wäre es auch blöd, wenn es nicht so wäre. Ja, es ist einfach mal ein bisschen was anderes, ein bisschen aus der Reihe raus. Und das finde ich auch schön, weil man eignet sich immer so Marotten an, sage ich mal. Ich hätte auch, und das ist eigentlich auch so ein Wunsch, den ich seit, ja, 9 Monaten in etwa habe. Ich habe sogar schon, ehrlich gesagt, mal drüber nachgedacht, einfach, ihr wisst ja, das war auch mal Thema bei Gumsding, von wegen halt die Modmaps, die nicht so richtig kommen, so wie wir die wollen, sag ich mal, dass man eine große Modmap hat, die detailliert ist. Klar, es gibt viele geile Modmaps, aber es sind 99% halt alles so kleinere Geschichten. Die Alpental hier ist ja auch nicht sonderlich groß. So. Ich glaube, hier haben wir erstmal ein bisschen was man aufsammeln kann. Mal schauen, ob ich das dieses Mal etwas besser hinkriege, sonst hole ich mir gleich einen Radlader. Beziehungsweise, ich glaube, ich hole mir den direkt, weil dann mache ich, glaube ich, einfach mehr Meter. So. Schauen, ob wir dann auch noch zum Häckseln kommen. Das wird alles dann die Zukunft entscheiden. Da bin ich eigentlich ganz gelassen. So. Bö. Ja, und dieses Problem ist halt das, was ich im Endeffekt mit Whoever's hatte, weil Whoever's war so der letzte Spielstand, der einfach so ist, wie ich LS eigentlich am liebsten gespielt habe, halt wirklich kleinst anfangen, 1 oder 2 Felder, Oldtimer, richtig kleine Sachen, 2 Meter Sämaschine, 2 Meter Grubber, klitzekleiner Anhänger, kein Geld, auch schwer spielen. Das ist so, wie ich LS eigentlich am liebsten mag. Und dann ganz, ganz langsam hochspielen, sodass man sich einfach über jede Sache ganz, ganz lange noch freuen kann. So wie es eigentlich Whoever's einfach hatte. Und sowas würde ich halt auch gerne wieder machen. Aber das Problem ist jetzt nicht, dass ich jetzt sage, nö, ist nicht. Sondern ich habe auch schon, ehrlich gesagt, da wirklich drüber nachgedacht, zu sagen, Leute, jetzt kommt Whoever's Folge 601. Aber andererseits muss ich sagen, ich bin mit der Entscheidung, wann wir Whoever's aufgehört haben, im Endeffekt ganz glücklich. Nicht, weil ich Whoever's loswerden wollte. Wie gesagt, ich vermisse es ja eher. Aber das Problem war,
irgendwo einfach, ich habe mir einfach auch gedacht, ich habe das ja auch so ein bisschen gemerkt, teilweise an euren Kommentaren und so. Ich hatte das Gefühl, dass viele irgendwie, weiß ich nicht, dass für viele die Geschichte Tour war, es einfach so langsam durch war. So, und wenn ich einmal sag, okay, jetzt ist vorbei, klar, das wäre irgendwie wahrscheinlich würden sich auch viele freuen, wenn ich auf einmal sag, wir machen Tour, war es weiter. Aber es ist halt so eine Geschichte, weiß nicht, das ist irgendwie auch komisch, wenn man sagt, man hat mit aufgehört und auf einmal geht's weiter. Das mache ich nur, wenn mich der LS15 irgendwann Mod-Map-mäßig verzweifelt, dann geht Tour was wieder weiter. So, wir müssen das jetzt einfach mal ein bisschen anders machen, den einen hier. Die Schaufel ist nur dafür gut, wenn man viele hat. Das ist so eine richtige Umschlagschaufel, im Endeffekt nicht Zange. Ja, das ist einfach so eine Geschichte. Also ich bräuchte eine Map, die riesig ist. Beziehungsweise nicht riesig. Für die Mod-Map-Verhältnisse schon riesig. Aber so in etwa die Map von der Standard, die Größe von der Standard-Map hat. Halt wie die Tour was auch zum Beispiel hatte. Und gleichzeitig brauchst du halt eine Map, die nicht mehr, die nicht die ganzen 20 Hektar Felder hat, sondern die muss sowohl Felder mit 10 Hektar haben, als auch mit 0,5, weil du halt auch am Anfang mit den Oldtimern spielen möchtest, ohne dass dich die Feldergröße wahnsinnig macht. Aber wenn du irgendwann mal größere Geräte hast, dann möchtest du ja auch noch quasi die nutzen können. Also das ist halt wieder so eine Sache, die das Ganze schwierig macht. Und da gibt es einfach nichts außer Tour was, meiner Meinung nach im 15er. Klar, es gibt ein paar alte LS13 Maps, auch schön, aber wenn man die im 13er schon gespielt hat, ist es halt einfach nichts Neues und dann ist es auch wieder irgendwie nicht so geil. Also, ich habe ja sogar überlegt, was ja auch eine Map ist, die ich länger gespielt habe, Holzhausen, die wir ja auch 100 Folgen oder so, glaube ich, im 15er gespielt haben. Das wäre ja auch eine Geschichte gewesen, wo ich, glaube ich, viele für begeistern hätte können, weil Holzhausen war eigentlich auch immer eine Map, die gut bei den meisten Zuschauern ankam, so. Und auch halt eine schöne Map ist. Wobei die irgendwie auch mir fast zu klein wird auf Dauer. Weil die halt auch nicht die volle Größe hat. Also da ist es einfach schwer. Und das ist wirklich das, was mein größtes Problem im Moment ist. Ich habe nicht so, und das hätte ich gerne, ein Projekt, was ich einfach mal 2 Jahre lang durchziehen kann. Oder anderthalb oder was weiß ich was. Halt so wie Tour was. Einfach mal was, was man länger macht. Und irgendwo, ja, einfach mal mit Ausdauer dabei ist. Weil klar, es macht Spaß, immer mal wieder was anderes zu machen, aber irgendwie möchte man manchmal auch einfach so sehen, wie sich sowas entwickelt und das macht auch Spaß. Halt, wenn man zwischendurch zurückblicken kann und sich denken kann, boah, haben wir schon viel geschafft. Das braucht man irgendwie manchmal auch, finde ich zumindest so. Und das ist halt das, was mir im Moment so ein bisschen fehlt. Eigentlich schon. Wenn ich ehrlich bin, fehlt es mir schon kurz bevor ich mit Tour was aufgehört habe, weil da wurde dann so langsam klar, so richtig was an Modmaps hat sich noch nicht angekündigt. Klar, die Landwehr wird noch konvertiert. Da haben wir auch schon überlegt, ob wir da nicht drauf gehen. Aber irgendwie ist die Landwehrkanal auch wieder eine Map, die man im 13er schon zig Stunden gespielt hat. Also man bräuchte einfach eine Map in Tour was Qualität und Größe, die neu füllt, also wirklich komplett von Grund auf neu ist. Das wäre mein persönlicher Traum. Wobei es mittlerweile auch schon so aussieht. Ich weiß nicht, vielleicht schaffen wir es irgendwann mal. Eigentlich, das ist auch wieder so die Sache. Wenn ich jetzt mit Tour was weitermachen würde, klar wäre es cool. Irgendwo für einige bestimmt, auch weil man sich dann halt wieder so an die alten Sachen erinnert und so. Aber irgendwie ist es halt auch, ja, dieses Hocharbeiten ist halt auch bei Tour was dann weg, weil du hast ja dann im Endeffekt auch schon alles. Das ist ja dann auch nicht mehr Sinn und Zweck. Ich finde es aber ganz cool, wie wir hier vorankommen, ehrlich gesagt. Also das habe ich mir schlechter vorgestellt bei meinen Künsten. So. Ja, müssen wir mal ein bisschen anders hier walten, schalten und walten. Also so, selbst wenn wir jetzt nochmal mit was anfangen würden, man kann sich das ja ganz einfach ausrechnen. Wir haben bis zum Release von LS17, wird genommen, noch weniger als 500 Tage,
wenn man davon ausgeht, dass der nächsten Herbst kommt, wovon man ja eigentlich ausgehen kann. Und dann, ja, das wird eigentlich noch reichen für sowas. Aber die Map müsste halt erstmal kommen und ehrlich gesagt, was mir extrem fehlt, ist das Oldtimer-DLC, weil das war optimal, um einfach mit ordentlichem Equipment anzufangen mit Oldtimern. Und das schafft man bis jetzt irgendwie mit Mods noch nicht so richtig, weil wenn, dann hast du halt die alten Russen-Sachen oder was weiß ich was. Das ist alles halt, das ist schon cool, aber es ist halt nicht so stimmig und in sich halt so komplett, dass man wirklich alles machen konnte, wie beim LS11 und LS13 DLC. Das war schon irgendwie einfach mehr. Ja, aber ich würde auch sagen, das war's dann für diese Folge. Und wir sehen uns dann dementsprechend beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr mir etwas Nettes schreiben wollt, dann tut das in den Kommentaren. Und ansonsten Feedback und so weiter bin ich halt immer sehr offen für. Auch wenn ich ehrlich gesagt immer selten antworte. Auch wenn ich mir alles immer durchlese. Ach, und wer Fragen stellt, sollte wissen, ob er seine Antwortenfunktion in Google Plus deaktiviert hat so, weil sonst kann man denen ja nicht antworten und das stört mich manchmal so dermaßen, ne? Weil wenn ich da mal auf Kommentare antworten will, weil ich mir denke, ach komm, das ist eigentlich gar keine so dumme Frage, die kannst du mal beantworten, ja, dann ist es manchmal noch so, dass ich auf Antworten klicken will und sehe, oh, da gibt es gar kein Antwortenfenster. Da hat wohl einer noch nicht seine Google Plus Sachen. Ist ja erst ein Jahr her oder so, dass Google Plus alles verknüpft hat und jetzt ist es ja eh bald Geschichte mit Google Plus. Aber eigentlich habe ich ja schon eh angesetzt, dass wir für die heutige Folge durch sind. Und das ist dann auch so. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.